Gude, wir stehen hier das allererste Mal im Ausland mit unserem Kastenwagen auf dem Campingplatz. Erstmal Campingplatz, erstmal Ausland. Was alles passiert und was noch passieren wird, ihr seid dabei, wenn ihr Bock habt, folgt uns, auf geht's. Ich gehe jetzt erstmal hier euch erklären, wie wir hierher gekommen sind. Uhr heute Morgen und wir stehen hier in Arnoldstein. Das ist der letzte Stellplatz vor der Grenze zu Italien, also von Österreich nach Italien. Wir sind um 12 Uhr gestern angereist und wir haben alleine da gestanden. Und die Ira schwenkt jetzt gleich mal da drüber und guckt sich das ganze Drama mal an. Caravan verboten, nur Wohnmobile. Interessiert keinen. Also das scheint hier alles so einigermaßen gut zu funktionieren. Ihr zahlt 15 Euro, habt nur Strom, keine Fernentsorgung. Und es ist durch ein Schrankensystem geregelt. Ihr fahrt rein, da braucht ihr noch nichts, da geht die Schranke auf. Und wenn ihr wieder rausfahrt, müsst ihr die Karte an dieses Terminal halten und dann könnt ihr euren Obolus da von 15 Euro zahlen. Wie gesagt, wir sind um 12 Uhr angekommen und da konnten wir uns locker einen Platz aussuchen, da war ja gar nichts los. Und die sind alle wirklich zum späten Nachmittag bis in den Abend angereist. Also, wer hier einen Zwischenstopp machen sollte am Wochenende, schaut es euch an. Frühzeitig anreisen. Sonst wäre das nichts. So, und jetzt fahren wir nach Italien. Jetzt machen wir erstmal alle schön wach. Na gut, die fahren schon vor uns weg. Jetzt machen wir alle schön früh wach. Und unser Abenteuer in Italien geht mit euch jetzt los. So, da haben wir schon mal unseren ersten kleinen Stau, haben wir die erste Zahlstation hier, die kleinen Wegelagerer hier, die wollen Geld von uns haben. Aber wahrscheinlich werden wir erst hier ein Ticket ziehen dürfen und dann wird es wohl weitergehen. So, erste, wie gesagt, Ticketstation, da ist ein junger Mann in Gelb. Gelb, da haben wir es wieder und er gibt uns ein Ticket. Ich mache es jetzt gerade mal aus. So, das war unser erstes Ticket. Da haben wir's. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeit. Und jetzt geht's weiter. Auf geht's. So, Iris, jetzt wird's spannend. Wir haben ja vorhin das Ticket gezogen, sind jetzt gut 2 Stunden gefahren. Und jetzt wollen sie Kohle haben, ne? Iris ist ein Herdentier und stellt sich bestimmt in den... Na, wo willst du dich hinstellen, Iris? In 300 Metern biegen sie rechts ab. Ja, das war mir fast klar, dass du dich da hinstellst. Ja, weil da Autos sind. Ja, alles gut. So, wir haben jetzt hier 3-mal Zahlen und Schalter. Und rechts nebendran Karte und ein komisches T. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir machen das Zahlen mal mit den Scheinen und mit den Münzen. Und da wir ja Deutsche sind, reihen wir uns mal schön hinten in der Schlange an. Ne, Iris? Wie soll ich denn den noch überholen jetzt? Ja, jetzt nicht mehr. Also, aber wenn der da durchkommt, dann kommen wir auch durch die Schranke. Wenn nicht, hängen wir uns gerade hinten dran. Oh, da ist eine Schalterkraft. Das Fenster ist offen. Ich mache jetzt mal aus. So, das hat jetzt hier prima geklappt. 15,30 Euro haben wir bezahlt und jetzt geht es auf der Landstraße weiter. Wir stehen jetzt vor dem direkten Eingang des Campingplatzes Mediterraneo. Der ist in der Nähe von Cavallino. Viertelstunde vom Fahrrad. Das ist hier der offizielle Eingang. Wenn er von dieser Seite kommt, ist noch ein Eingang. Das ist aber nicht der Eingang, das ist der Ausgang. Kommt nicht auf die Idee, da vorne reinzufahren. Ihr müsst hier rein. Und da vorne rechts, wo der Caravan steht und das Wohnmobil, das ist der Verzögerungsstreifen, wo man sich hinstellt
und sich anmeldet. Ist dieser voll, kann man durchfahren, linksrum auf diesen Ausweichparkplatz, sage ich mir. Aber das machen wir jetzt alle zusammen. Ich laufe jetzt davor zur Rezeption und dann geht es weiter. Da lang. Wir stehen hier vor der Rezeption. Die hat von 7.30 Uhr bis 22.30 Uhr auf. Wobei sie von 13 bis 15 Uhr hier die Schranken zumachen. Und da kommst du weder rein noch raus mit dem Auto. Entweder checkst du. Also einchecken kann der komplett. In dieser ganzen Uhrzeit. Ihr könnt nur nicht den Campingplatz befahren, weil da einfach Mittagspause ist. Und da halten die sich auch dran. Da geht gar nichts. Wenn ihr Glück habt, seid vor 11 Uhr da. Und die anderen sind schon rausgefahren, weil um 11 Uhr musst du spätestens den Platz verlassen. Vielleicht klappt das. Wenn nicht, müsst ihr halt sehr lang warten. Also ich würde immer versuchen, möglichst früh da zu sein. Und wenn es dann halt nicht klappt, naja, dann habt ihr halt Pech gehabt. Aber die Option habt ihr auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir... Nein, noch was. Wir haben zweimal die Woche kommt hier ein Fischwagen hierher. Und der steht genau da. Der kommt sonntags und donnerstags. Und das muss ich, habe ich abgelesen. Moment... ja, wann macht denn der auf? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der macht von 9.30 Uhr bis 12 Uhr steht der da. Und der steht genau da, wo die Roller stehen. Und der hat frischen Fisch. Und jetzt gehen wir zu dem Sportpark. Waren wir selbst noch nie, aber da gehen wir jetzt hin. Auf geht's. So, ehe ich's vergesse, ich bin ja total vergesslich. Hier, wir haben hier den Sparmarkt. Und der hat auf von 7.30 Uhr bis 13 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Wir waren schon mal drin, wir haben Brötchen geholt, die haben eigentlich recht lecker geschmeckt, aber es war auch kein Schnäppchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr ein Schnäppchen haben wollt, dann geht ihr wieder da raus, wo ihr im Auto reingefahren seid. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr ein Fahrrad dabei. Und dann fahrt ihr komplett geradeaus weiter, immer geradeaus weiter. Und das sind mit dem Fahrrad vielleicht 5-6 Minuten und da kommen zwei Märkte. Eins ist sowas wie ein Lidl oder ein Aldi und das andere wird sowas wie ein Penny sein. Brötchen kosten dort 45, 25 Cent. Kommt an welche Brötchen. Der hat halt ein paar andere Brötchen, aber halt auch wesentlich teurer. Aber er war gut hier, darf man nichts sagen. Und er hat auch eine ganz gute Auswahl. Aber wer sparen möchte, dorthin. Und wer zu faul ist, dahin. Und jetzt gehen wir in den Sportpark, wenn er auf hat. Ist ja Mittagspause. Wir stehen jetzt direkt hier vor dem Eingang von dem Sportpark. Und hier könnt ihr euch Fahrräder leihen. Ich weiß nicht, was sie kosten. Wir haben unsere dabei. Ich habe auch nicht nachgefragt. Und was unwahrscheinlich fies ist. Ich wollte ja wirklich Sport heute treiben. Ne? Ich habe mir das fest vorgenommen. Und jetzt guck doch mal da rein. Da hast du eine verdammte Bar. Und im Hintergrund habt ihr dann Basketball, Fußball, Tennis. Müsst ihr natürlich alles irgendwo zahlen. Umsonst ist nichts im Leben. Und wir gehen jetzt mal zusammen rein und wir testen mal das Bier hier, oder? Komm, auf geht's. Ach ja. Was ich noch sagen will, Billard könnt ihr hier auch spielen. Aber jetzt hört ich. Wir trinken jetzt unser Bier zusammen hier aus und dann gehen wir zusammen über den Campingplatz. Da gibt es noch einiges zu sehen. Und hier ist noch mal kurz der Ausweichparkplatz, wenn der Verzögerungsstreifen dort vorne voll sein sollte. Wir sind eben gerade mal vorbeigefahren und der ist voll. Also wer hier um die Mittagszeit anreist, ja, der muss sich wohl hier einen Parkplatz suchen. Aber wie ihr seht, sieht es insgesamt ziemlich scheiße aus, ne? Da hinten steht zwar ein Karawan sowas, aber da hinten ist noch ein kleines Stück Wiese, also irgendwo würde es schon gehen. Ja, reist früh an. Da ist die Rezeption. Ihr müsst hier einmal rumlaufen und dann habt ihr hier die Zahlstation. Und da könnt ihr in Euros oder in Karte zahlen, beziehungsweise mit der Karte. Und wenn ihr das gemacht habt, dann wird euer Urlaub wohl vorbei sein. Dann habt ihr hier noch so ein Bändchen, das bekommt ihr, wenn ihr euch eincheckt. Und wenn er auscheckt, zerschneidet ihr das und bei der Ausfahrt ist auf der linken Seite ein Kasten. Und da schmeißt ihr das rein und fahrt wieder nach Hause. Wir haben noch zwei Tage und jetzt gehen wir zusammen, exemplarisch für diese ganzen Waschhäuser, die es hier gibt,
In eins rein. Das muss reichen. Diese Richtung. Auf geht's. Exemplarisch gehen wir jetzt für euch alle in das Waschhaus Nummer 2. Also, nein, wir fangen hier vorne an. Das Zweier Waschhaus, nicht jedes Waschhaus hat hier Chemietoilette zum Entleeren. Hier Waschhaus 2 hat gleich 2 Stück. Aber jetzt geht es hier weiter. Einmal für die Füße hier vorne und dann gehen wir mal hier rein. Wir gehen mal zu den Herren. Ja, Damen wäre ja auch interessant, aber ich glaube, da kriege ich Ärger. So, hier fangen die Duschen an. Also es wird hier wirklich regelmäßig gereinigt. Ihr seht es, alles tippitoppi, darf man nicht meckern. Die Farbe ist natürlich Geschmackssache. Meins ist es nicht. Hier habt ihr dann noch Waschbecken. Nochmal duschen. Ja, und das sieht alles hier gut. Natürlich ist hier irgendwo auf dem Boden immer mal wieder ein Fußabtritt, aber ey, ehrlich, jetzt bei Damen ist es wieder, die kann ja nur irgendwo anfangen und kann irgendwo aufhören. Also das passt hier. Bisschen moderner wäre okay, aber alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Also wir kennen es ja sowieso nicht, ne? Wir gehen ja nur auf Stellplätze. Also vielleicht könnte da mal einer was sagen, ob das hier normal ist für 5 Sterne. Aber uns reicht es definitiv. So, und jetzt gehen wir zu unserem Stellplatz, ne? Und nachher gehen wir ja noch zum Pool und ans Meer natürlich. Dafür sind wir ja hier. Hier befinden wir uns jetzt in der Mitte von dem Campingplatz. Auf der rechten Seite von euch habt ihr die Pizzeria. Da waren wir essen. Und ich würde sagen, fairer Preis. Wir haben für eine Pizza um die 10 Euro bezahlt. Die teuerste war, glaube ich, bei mir. Hat 11 Euro, kostet 11,50 Euro. Also wirklich absolut fair. Darfst du gar nichts sagen. Im hinteren Bereich gab es noch eine Eisdiele. Und hier habt ihr den Pool. Filme ich jetzt gleich von der anderen Seite, weil hier sieht es nicht gut aus. Ich komme jetzt auch nicht rein, weil er einfach noch geschlossen ist. Auf der linken Seite habt ihr oben ein Infinity Pool. Da könnt ihr auf diese ganze Poollandschaft, sag mal für die billigen Leute, könnt ihr runtergucken. Aber den müsst ihr zahlen. Und dann habt ihr hier vorne noch eine Sushi Bar. Und die Sushi Bar, wenn ihr Bock drauf habt, liefert auch direkt an den Campingplatz. Also ihr könnt da online bestellen und dann kommt einer vorbei und bringt euch das Essen direkt vorbei. Und jetzt gehen wir zum Pool. Dann gehen wir noch ans Meer und dann noch zu unserem Stellplatz. Die Richtung. Ach hier, wie gesagt, hier ist ja so ein Magnet dran, ne? Und dann habt ihr hier vorne am Pooleingang so einen kleinen Kasten. Da haltet ihr das dann dran und dann geht die Tür auf. Und genauso sieht es aus, wenn er wieder rausgeht. Haltet ihr dran und dann geht die Tür wieder auf. Die Liegen, kann ich gleich schon mal sagen, die müsst ihr zahlen. Genauso wie am Meer. Die kosten Kohle. Aber erzähle ich gleich noch was drüber. Kommt. So, alles nochmal kurz zurück. Wir sind hier auf der Stirnseite von dem Restaurant. Das ist ganz wichtig. Hier gibt es eine Station, wo du deine Pizza und deine Nudeln und deine Lasagne mitnehmen kannst. Das heißt, ihr sucht euch hier was aus. Die liegen hier rum. Dann geht ihr hier auf der linken Seite in die Tür rein und direkt links ist ein Schalter. Und genau da bestellt ihr und zahlt ihr. Und dann kriegt ihr eine kleine Nummer und die rufen die dann auf. Und dann könnt ihr eure Sachen in Empfang nehmen und könnt ihr am Wohnmobil oder Caravan oder was weiß ich auch immer essen. So, aber jetzt geht es wirklich weiter. Komm. So, liebe Leute, wir stehen jetzt hier auf dem höchsten Punkt, wo ich das filmen kann, weil der ist einfach noch zu, der Pool. Ich darf nicht rein. Also wir fangen mal hier vorne an. Da ist ein kleines Becken, wo man sich als Erwachsener aufhalten kann. Nicht allzu tief, alles in Ordnung. Wenn ihr jetzt hier rechts rumgehst, hast du oben den Infinity Pool, den ihr zahlen müsst. Und das erste große Becken und das zweite große Becken sind für die Erwachsenen, würde ich sagen. Im Hintergrund seht ihr so einen Fisch mit einem gelben Maul. Ja, da tummeln sich dann die ganzen Kinder, ne? Und rechts davon, diese ganzen Blümchen, da tummeln sich die ganzen Kinder auch. Also für Kinder ist es hier schon schön, würde ich sagen. Ne? Ich bin ja kein Kind mehr, aber hätte ich das früher gehabt, hätte ich mich mit Sicherheit gefreut. Auf der rechten Seite habt ihr noch ein kleines Schwimmbecken und im Hintergrund habt ihr einen relativ großen Spielplatz. Und dahinter ist das Meer. Und da gehen wir dann zusammen hin. Und ich muss noch was zu den Liegen sagen. Die Liegen kosten ja Kohle.
Und ich habe mir etliche Liegen angeguckt. Also wer Sonnenanbeter ist, okay. Aber wer Sonne nicht unbedingt so mag, würde ich mir das Geld einfach sparen für diese Liegen. Es gibt hinter dem Kinderbecken noch einen kleinen Grünstreifen, wo du dich hinlegen kannst. Oder rechts bei dem Kinderspielplatz, da könntest du dich auch hinlegen für umsonst. Und ja, die Sonne ist hier schon extrem, extrem stark. Vom Pool sind wir jetzt hier an unserem Platz. Fronte Mare. Fronte Mare ist einmal diese Reihe und ihre schwenkt nachher herum und diese Reihe. Ich finde persönlich, das sind definitiv die besten Plätze. Bei den anderen weiter drin hast du zwar mehr Schatten, aber ja, da bist du sehr, sehr beengt. Und hier finde ich es eigentlich in Ordnung. Jetzt kommt mit, ich zeige es euch. Hier, und die Dinge habe ich meiner Frau gekauft, weil die ja nicht so gut schwimmen kann. Nicht, dass sie mir absäuft im großen Meer. Bevor wir hierher gekommen sind, hat die Iris gebastelt. Es ist extrem warm hier. Also ehrlich, ich und im Endeffekt bin ich ja super froh, dass wir doch hier nach Italien gefahren sind und nicht in Deutschland geblieben sind, weil in Deutschland soll relativ schlechtes Wetter sein. Aber was wir euch auf jeden Fall zeigen wollen, wir sind ja keine Karawanfahrer und Karawanfahrer haben ja in ihrem Karawan einen Schlauch für ihr Abwasser. Ja, das haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Wohnmobilfahrer hat. Also wir haben es definitiv nicht. Und dann haben wir gesagt, wie können wir denn dieses ganze Problem lösen? Und Iris hat jetzt einfach, ich sag mal hier, so eine Flasche genommen, ne? Dann hat die hier abgeschnitten, hat die oben drauf gemacht, also hier natürlich das Abgeschnittene hier oben drauf. Und das andere, das kleine Stück, hat die einfach unten drunter gesetzt als Stabilisator. Mit Kabel, oder hättest Kabelbinder nehmen können, wir haben jetzt Klebeband genommen. Und dann kannst du hier, pass mal auf, kannst du das hier nehmen, kannst du hier schön reinkippen. Und dann hast du dieses Ganze auch total gut gelöst, ne? Also Hut ab bei meiner Frau. Ich wäre auf sowas definitiv nicht gekommen. Und hier, das sind ja natürlich diese Schläuche, die Karawanfahrer dabei haben. Aber wie gesagt, wir haben es nicht dabei. Ich finde die Parzelle hier vollkommen ausreichend. Wahrscheinlich kommen wir ja sicherlich eh nicht mehr her, weil wir uns immer was anderes angucken. Aber ich würde sie auf jeden Fall wieder nehmen. Und du bist auch super nah am Meer, ne? Und da gehen wir jetzt zusammen hin. Ohne die Flasche. Zwei Flaschen ist schlecht. Eine reicht. Ich habe hier was vergessen. Also ehe es jetzt wirklich zum Meer geht, passt auf. Wir haben uns hier, beziehungsweise die Iris hat sich Sonnensegel gekauft bei einem ganz großen Händler mit einem großen E oder L oder keine Ahnung. Irgendwo hat sie es gekauft. Und passt auf, sie hat sich das zurechtgeschnitten, hat es hinten mit einem Magnet fixiert, hat es hier umgenäht und hakt es hier ein. Das ist ein super, super Schutz, der total leicht ist. Aber es kommt ja noch viel besser. Kommt, kommt hier rum, kommt, 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 kommt. Bei dem gleichen Händler hat sie natürlich auch diese Segel gekauft. Diese Segel, da hat sie ein großes Loch reingesägt oder geschnitten und hat ein Fliegengitter reingenäht. Und das Beste ist, man, die Knöpfe hat sie auch selbst gemacht. Da kannst du mal hier schön hier, passt auf, passt auf. Einmal, zweimal, dreimal, pop, Privatsphäre, da könnt ihr machen, was ihr wollt, keiner sieht euch. Oder du hast noch mehr Sonnenschutz. So, es ist super leicht, es ist viel, viel günstiger als irgendwo ein gekauftes Vorzelt für einen Kastenwagen, also extrem günstiger. Und, was natürlich auch super ist, es kommt aber nicht von uns, ich muss es ehrlich zugeben. Es gibt einen YouTuber, der nennt sich Enrique on Tour oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ist eigentlich eine coole Socke, kennen wir persönlich gar nicht. Aber er macht eigentlich super Videos und auch sehr hilfreiche Videos. Und er hat in die Kederschiene Kabelbinder eingezogen. Und das haben wir natürlich nachgemacht. Und du kannst alles, du kannst natürlich auch andere Sachen dranhängen, ne? Du kannst deine Klamotten und was weiß ich dranhängen. Und du kannst hier super das Ding machen für Pfennige. Wir machen unser Schlussfazit jetzt hier gleich während dem Laufen. Ja, ich würde sagen, was ist denn geblieben von einer Woche Campen in Italien? Schnaken. Schnaken, würde ich sagen, ist das erste Riesenproblem. Ich weiß ja nicht, ob das zeitbedingt hier ist, aber
Ja, das war eine Katastrophe. Und wir haben ja überall so Spiralen gehabt und Spray. Also ich finde, es hat nicht gewirkt, das Zeug. Ich weiß es wirklich nicht. So, hier der Eingang von dem Strand. Und es ist morgens jetzt. Wir haben das gestern nicht mehr gefilmt, weil so viele Leute waren. Und glaubt mir das. Das, was ihr hier seht, ist ein Witz. Nachher ist das Ding gerammelt voll. Das sieht aus, als würden hier Tausende von Ameisen von A nach B laufen. Das muss man mögen. Wir fanden es jetzt nicht schlimm. Das Meer ist super flach. Du kannst locker mit Kindern da reingehen. Ja, also uns hat es eigentlich so wirklich ganz gut gefallen, ne? So schlecht fand ich es wirklich nicht.